So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich durchsuche Truhen an Orientierungspunkten. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Orientierungspunkt ist. Es ist eigentlich ganz simpel erklärt. Zwischen den ganzen benannten Orten, also wie Lazy Lake etc. pp., sind halt immer auch wieder Hütten, wie hier unten das. Das wäre zum Beispiel ein Orientierungspunkt. Wir gehen jetzt erstmal aber hier oben auf den Berg, öffnen da eine Truhe, dann gehen wir mal runter. Das ist einfach immer dazwischen. Also hier wäre ein Orientierungspunkt, da ist ein Orientierungspunkt, da, da. Das sind halt überall die Punkte, wo ihr hingeht und dann kommt auf einmal ein Name. Warte, ich werde euch das Ganze nämlich zeigen. Achtung, achtet mal über meinem Schirm jetzt. Ne, wo steht? Ah, da unten links. Orientierungspunkt Wetterstation. So, da einfach hingehen, eine Kiste öffnen, alles klar, 1 von 7. So. Jetzt gehen wir direkt weiter. Deshalb bin ich nämlich auch auf dem Berg gelandet, weil dann kann man nämlich direkt wieder weitergehen. Und wie gesagt, ihr müsst einfach nur zwischen den Haupt... Ach, gar nicht. Man muss... Ach, ich dachte an 7 verschiedenen Orten. Ach, ist ja noch einfacher. Also, wie gesagt, ihr müsst einfach nur 7 Truhen insgesamt öffnen. Ich dachte nämlich jetzt an 7 verschiedenen Orten. Aber so ist die Aufgabe natürlich noch einfacher. So, da haben wir hier nämlich schon Kiste Nummer... Was war das jetzt? Das müsste 4 war das schon, ja. Dann haben wir hier Kiste Nummer 5. Wie gesagt, der Loot interessiert mich jetzt eigentlich wenig. Jetzt müssen wir hier nochmal rein. 5 Truhen haben wir jetzt schon. Hier müsste eigentlich auch noch eine drin sein. Ja. Passt halt, wie gesagt, auf, dass ihr euch die Truhen nicht kaputt haut, weil das zählt natürlich nicht. Ihr müsst sie ja öffnen. So, dann sind wir hier schon bei Truhe Nummer 6. Also ich glaube, hier der Ort eignet sich perfekt dafür. So, irgendwo habe ich aber hier noch eine. Ja, hier oben ist noch eine. Zack. Und da haben wir die Aufgabe schon fertig. Ihr seht, einfach hier an dem Punkt landen. Ich glaube, das ist ein Hotspot. 7 Truhen öffnen und schon habt ihr das Ganze geknackt. Wie gesagt, wenn ich euch auch damit helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, nicht vergessen, die Glocke aktivieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon gleich in der nächsten Aufgabe. Wie gesagt, 7 Truhen an einem Ort, easy way. Und in dem Sinne, haut rein.